Hallo und herzlich willkommen zum Traumbewusstsein. Im heutigen Video wird es um das Thema Motivation gehen. Und aus meiner Sicht gibt es verschiedene Punkte, wieso sich jemand nicht für das Klarträumen begeistert oder wieso es dazu kommt, dass das Klarträumen plötzlich nachlässt, wenn sich jemand dafür schon begeistert hat und schon Klarträume gehabt hat. Und ein Punkt davon, ein Grund für fehlende Motivation, das ist der sogenannte Stress. Das beschreibe ich deshalb als sogenannten Stress, weil das natürlich erst einmal die Aussagen sind derer, die oder auch Aufwand derer, die nicht klarträumen, beziehungsweise die sagen, sie haben keine Zeit dafür oder es ist zu viel Aufwand oder sie sind zu abgelenkt. Und im Grunde ist das eine Frage des Stellenwertes. Stellenwert vom Klarträumen. Das heißt natürlich, wenn das Klarträumen einen höheren Stellenwert einnimmt, dann macht der Stress nicht so viel aus. Aber im niedrigeren Stellenwert schon. Und also wer zum Beispiel in der Schule oder auf der Arbeit einfach zu viel zu tun hat, wer zum Beispiel Beziehungsprobleme hat oder auch positive Erlebnisse, wer viel feiert oder besondere Hobbys hat, die einfach wichtiger sind, einen größeren Stellenwert einnehmen als das Klarträumen, wer ansonsten einfach vom Alltag irgendwie zu abgelenkt wird oder besondere Einschnitte im Leben hat, der oder diejenige wird dieses Problem mit der Motivation bzw. mit dem Stress haben. Und da sind die Gedanken, was das bedeutet, zu viel Stress. Wie gesagt, erst einmal keine Zeit. Und zweitens Ablenkung. Das heißt, man denkt einfach nicht ans Klarträumen oder an RCs und so weiter. Und ich versuche jetzt gegen beides zu argumentieren oder dafür zu sorgen, dass das Klarträumen eben doch einen höheren Stellenwert einnehmen kann. Denn aus dieser Sicht, dass man keine Zeit dafür hat oder dass man zu abgelenkt ist, folgt ja irgendwie nicht nur, dass es einen niedrigen Stellenwert hat, sondern auch, dass es konkurriert mit anderen Aktivitäten, mit Sachen, die eben wichtiger im Moment sind, Sachen, die elementarer fürs Leben sind. Also mit der Arbeit zum Beispiel. Und diese Konkurrenz würde ich einfach nicht zulassen. Ich würde nicht zulassen, dass Klarträumen eine Konkurrenz zu anderen Dingen ist, sondern dass es mit denen zusammengehen kann. Und diese Konkurrenzsichtweise funktioniert eigentlich nur, wenn man das Klarträumen als einfaches Hobby betrachtet. Eine nette Aktivität, die Spaß machen kann, aber mehr nicht. Das heißt, ein Hobby, in das man sich sehr vertiefen kann, wenn man möchte, aber wenn man es eben nicht tut, weil man andere Hobbys hat oder einfach zu viel Arbeit und so weiter, dann muss es eben darunter leiden. Und aus meiner Sicht ist das eben falsch, weil das Klarträumen ist eigentlich, man könnte sagen, ein Meta-Hobby. Es steht über allen Hobbys, weil es jedes Hobby eigentlich integrieren kann. Und es ist auch nicht einfach nur eine Möglichkeit neben anderen, zum Beispiel zu meditieren oder so. Es steht auch nicht in Konkurrenz mit anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel, dass man sich mit Leuten trifft und beschäftigt, dass man irgendwas arbeitet. Denn das Klarträumen ist auch ein Tool,
Und zwar ein Universaltool. Jetzt schreibe ich toll. Toll ist es auch. Ein Universaltool, das für alle Lebenslagen und das persönliche Vorankommen geeignet ist. Das heißt, in jeder Situation, in jeder Lebenssituation kann das Klarträumen hilfreich sein. Und deshalb empfehle ich, wer diesen Stressgedanken hat, folgende Vorgehensweise. Für das erste Problem, dass man keine Zeit hat, empfehle ich ein Minimalprogramm, ein effizientes Minimalprogramm. Das heißt, so wenig wie nötig, aber so viel wie möglich sich mit dem Klarträumen auseinandersetzen. Das bedeutet am Tag zum Beispiel, tagsüber kann man sich nur in wenigen Minuten eigentlich mit dem Klarträumen beschäftigen. Das heißt, man beschränkt das Minimum auf das Traumtagebuch. Man schreibt ein paar Zeilen Traumtagebuch und das reicht. Mehr braucht man nicht schreiben. Das dauert nur ein paar Minuten. Traumtagebuch ist nämlich eins der Dinge, die wirklich viel Zeit brauchen können. Ich empfehle euch aber, schreibt nicht einfach nur Stichpunkte, weil das wird dazu führen, dass ihr euch später, wenn ihr die nochmal durchlest, irgendwann überhaupt keinen Sinn mehr daraus machen könnt, da die logische Verknüpfung dieser Punkte miteinander fehlt. Das heißt, schreibt schon einzelne Zeilen, einfach ein paar Sätze und das reicht, wenn ihr nicht mehr Zeit habt. Macht RCs, weil RCs, die kosten überhaupt keine Zeit, da braucht man nur ein paar Sekunden dafür. Das heißt, da muss man einfach nur dran denken, aber die Zeit für ein paar Sekunden hat man immer. Und dann eben am Wochenende oder ansonsten, wenn ihr frei habt, wenn ihr nicht früh aufstehen müsst, schlaft mehr. Schlaf ist natürlich die zweite Sache, die besonders viel Zeit braucht neben dem Traumtagebuch. Aber es ist wichtig fürs Klarträumen, vor allem am Anfang, dass man viel schläft, dass man mindestens 7 Stunden schläft. Alles andere ist auch nicht wirklich gesund. Das heißt, wenn ihr viel weniger Schlaf habt und das regelmäßig, dann solltet ihr vielleicht versuchen, irgendwann mal wieder auf einen besseren Schlaflevel zu kommen, weil der Schlaf sonst nicht gesund ist. Und fürs Klarträumen eignet sich eben erst der spätere, die späteren Schlafzyklen, weil da mehr REM-Schlaf vorhanden ist, der ja wie bekannt fürs Klarträumen besonders wichtig ist. Und außerdem könnt ihr am Wochenende genauso dann weitere Techniken anwenden, die ihr sonst, WBTB zum Beispiel, nicht anwenden würdet. Wichtig ist, dass ihr das regelmäßig macht. So. Alles andere, das heißt, wie man hier sieht, man braucht am Tag ein paar Minuten. Am Wochenende vielleicht eine halbe Stunde oder mehr. Und damit hat sich das. Also jeden Tag am Wochenende. Und also braucht das Klarträumen nicht unbedingt viel Zeit. Aber wenn ihr es schafft, das Klarträumen noch wichtiger für euch zu kriegen, dann solltet ihr, dann würde es sich empfehlen, auch unter der Woche mehr Zeit in das Klarträumen zu investieren. Der zweite Punkt, das ist eben der Stellenwert. Einen höheren Stellenwert zu schaffen, bedeutet auch öfter mal ans Klarträumen zu denken. Das heißt, wenn ihr nicht oft ans Klarträumen denkt, liegt das, denke ich, daran, dass andere Sachen euren Geist mehr beschäftigen. Da kann das Klarträumen noch so cool sein, irgendwie sind andere Sachen wichtiger. Ich würde aber nicht behaupten, dass das Leben ein Trübmacher sei, wie das manche sagen. Das heißt, die Arbeit, tolle Erlebnisse, Partys und so weiter können einen vielleicht ablenken, aber das müssen sie nicht. Und man kann vielleicht auch erfolgreich sein, indem man dazu übergeht, dass man erst einmal verzichtet auf viele Dinge und ein sogenanntes Simple Living betreibt. Doch ich würde das nicht unbedingt empfehlen. Das heißt, man kann das machen, aber wenn man mitten im Leben steht, dann will man das vielleicht auch gar nicht. Denn wozu sollte man klarträumen und auf die anderen Dinge verzichten, wenn die anderen Dinge einem so wichtig sind? Und das gehört eben alles zum Leben dazu, was einen so beschäftigt, und es ist auch gut so.
Und ich würde stattdessen empfehlen, dass das Klarträumen für das Leben nutzbar gemacht wird. Ich schreibe mal hin, Nutzbarmachung, nutzbar, nein, Nutzbarmachung der Klarträume fürs Leben. Und das bedeutet eigentlich, dass ihr euch ständig neu und umorientieren müsst, wofür das Klarträumen nutzbar sein soll, weil natürlich je nach Lebenssituation ganz andere Dinge wichtig sind und euch beschäftigen. Und immer das, egal was es ist, was euch beschäftigt gerade, dafür muss das Klarträumen dann nutzbar gemacht werden. Ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel ein bestimmtes Hobby habt, wenn ihr vielleicht, weiß ich, gerne Fußball spielt und das einfach euren Tag einnimmt und sehr viel Zeit braucht, dann könnt ihr das Klarträumen für Fußballspielen nutzbar machen. Ihr könnt Fußball spielen im Traum, wenn ihr gerade ausgepowert seid, nachts natürlich, wo ihr sowieso nichts anderes macht als schlafen. Und ihr könnt im Traum bestimmte Sachen trainieren, wie ihr es im Wachen vielleicht gar nicht tun könntet, ohne Ablenkung, mit Einfrieren der Zeit und so weiter. Das heißt, immer wenn ihr gerade Fußball spielt oder das andere Hobby, je nachdem welches Hobby ihr habt, wenn ihr das macht, könnt ihr daran denken, was es euch jetzt eigentlich bringen würde, klar zu träumen. Jetzt in diesem Moment. Oder was es, wenn es jetzt gerade kein Traum ist, was es später bringt, wenn ihr später schlafen geht, euch vorstellen und ausmalen, wie ihr dann im Klartraum dieses Hobby nachgehen würdet oder könntet. Ein anderes Beispiel sind, würde ich sagen, Beziehungsprobleme. Das heißt, wenn ihr Beziehungsprobleme habt und dann nimmt das natürlich euren Geist sehr stark ein. Da könnt ihr dann vielleicht auch an weniger anderes denken. Aber immer wenn ihr an diese Sachen denkt, an diese Beziehungsschwierigkeiten denkt, dann könnt ihr auch mal daran denken, wie ihr dieses Problem löst. Und eine Lösungsmöglichkeit findet ihr im Klartraum. Das heißt, ihr müsst doch gar nicht wissen, wie der Klartraum euer Problem vielleicht löst, aber ihr könnt euch fragen, wie ihr vielleicht im Klartraum vorgehen könntet, was ihr im Klartraum machen könntet, um das Problem auf eine andere Art zu betrachten, zum Beispiel eben der Perspektiventausch oder sich selber klar darüber werden, was man eigentlich empfindet. Das heißt, immer wenn man an dieses Problem denkt, muss man dann auch daran denken, was es einem jetzt bringen könnte, klar zu träumen oder später, wenn man dann schlafen geht. Habt ihr zum Beispiel, ja, seid ihr vielleicht ausgelastet von der Arbeit? Dann hilft es auch, euch zu fragen, was das Klarträumen euch jetzt bringen könnte. Das aller simpelste Beispiel ist, wenn ihr gerade träumt, dann ist es doch total unnötig, auf der Arbeit rumzuhocken. Das heißt, im Traum von der Arbeit zu träumen und sich damit zu beschäftigen, ist ja total unnötig. Das heißt, es ist immer sinnvoll, sich zu fragen, ob man gerade träumt, während man auf der Arbeit ist. Selbst wenn die Arbeit nicht unbedingt gar keinen Spaß macht, auch wenn die Arbeit Spaß macht, kann man sich fragen, ob man gerade träumt, weil sonst ist es ja irgendwie trotzdem unnötig, die ganzen Dinge, die man da erledigt. Und man kann natürlich auch, ansonsten, wenn man irgendwelche besonderen Fragen hat, die sich ergeben auf der Arbeit, besondere Arbeitsprobleme vielleicht, da kann man sich auch im Traum fragen, wie man die bearbeiten und lösen könnte. Das heißt, wenn einem die Arbeit wirklich viel durch den Kopf geht, dann sollte man diese Arbeitsprobleme auch mit dem Klarträumen verbinden. Und ansonsten sich einfach nur versuchen vorzustellen, wenn das jetzt ein Traum wäre, was würde ich stattdessen machen? Ja, wahrscheinlich lieber erstmal sich erholen. Und im Klartraum kann man sich viel besser erholen als in manchen Trübtraum. Genauso, wenn es jetzt gerade kein Traum ist, dann zumindest später heute Nacht. Anderes Beispiel ist, wenn ihr einfach spielt, mit ihrem Computerspiel beschäftigt seid oder Partys macht, irgendwelche schönen Erlebnisse habt, dann ist es natürlich
nicht unbedingt etwas, wo man sagen würde, ja, wäre besser, wenn es jetzt ein Traum ist. Aber wenn es ein Traum wäre, will man es natürlich trotzdem eigentlich wissen, oder? Vor allem, wenn man eben so eingegliedert ist ins Leben und abgelenkt ist durch so viele Menschen, dann fällt es einem auch schwer, an die Klarheit zu denken. Aber versucht vielleicht mal die Sachen, die während ihr mit anderen Leuten zusammen feiert oder so, oder zusammen seid, die Sachen, die ihr währenddessen tut, mit dem Klarträumen zu verbinden. Das heißt, euch zu fragen, wie könnte das Klarträumen euch hier helfen? Entweder, wenn ihr zum Beispiel im Klartraum könntet ihr Ideen suchen, wen ihr das nächste Mal einladen wollt oder was ihr das nächste Mal unternehmen wollt. Ihr könnt auch schöne Erlebnisse nacherleben einfach. Und ansonsten kreative Einfälle haben, wie ihr irgendwas gestaltet für ein Fest oder ich weiß nicht. Das heißt, der wirkliche Sinn meiner Übung besteht darin, sich zu fragen, was einen beschäftigt. Und zwar entweder jetzt genau in diesem Augenblick oder eben zur Zeit, ganz allgemein in diesen letzten Tagen oder Wochen. Und sich dann immer, was einen am meisten beschäftigt, sich dann immer ausmalen, wie kann das für die Klarheit helfen? Und wenn man sich das dann ausmalt, dann hilft das. Und wenn man sich das intensiv fragt, dann wird die Klarheit automatisch assoziiert mit den Dingen, die einen ganz besonders beschäftigen. Und dadurch hat man dann natürlich eine hohe Motivation. Das heißt, die Dinge, an die man besonders oft denkt, führen dazu, dass man besonders oft an die Klarheit denkt, ans Klarträumen und sich besonders oft zum Beispiel die Techniken durchführt oder auch ansonsten einfach eine Vorfreude entwickelt zum Klarträumen, weil man diese ganzen Sachen im Klartraum lösen und anders angehen kann als im Wachleben. Das bedeutet, man denkt ständig an die Klarheit. Es bedeutet, man macht ständig die Techniken, wie zum Beispiel RCs. Man hat mehr Motivation, um auch mehr Zeit ins Klartraum rein zu investieren, weil die Investition sich wirklich lohnt, weil sie wirklich für enorme Entwicklungen im eigenen Leben nutzbar gemacht werden kann. Und man bekommt auch dadurch allein schon mehr Klarheit, dass man sich damit beschäftigt. Denn nicht nur, wenn man Techniken ausführt, das führt natürlich zur Klarheit irgendwann, aber eben auch allein die Tatsache, dass man motiviert ist und dass die Themen, mit denen man sich stark beschäftigt, die werden einen auch im Traum beschäftigen, irgendwie. Und wenn sie einen im Traum beschäftigen, dann wird man sie mit Klarheit assoziieren, wenn man sie auch im Wachen mit Klarheit assoziiert, diese Themen. Und das bedeutet, dann wird man im Traum auch eher automatisch, also spontan, bemerken, dass es gerade ein Traum ist. Ja, so viel heute zum Thema der Motivation und zum Thema Stress. Und ich hoffe, ihr könnt das Klarträumen verbinden mit der Sicht, dass das Klarträumen euch hilft in allen Lebenslagen, in denen ihr gerade seid. Und es lohnt sich wirklich, die Zeit rein zu investieren, selbst wenn ihr noch keine Klarträume habt oder noch nicht regelmäßig und viel, lohnt es sich. Okay, dann wünsche ich euch einfach mal viel Klarheit, viel Spaß und viel Motivation für eure ganz persönlichen Lebenssituationen. Bis dahin, klare Träume. Thank you.